Eine Tabaknotiz, und zwar bin ich kürzlich auf den Solani Virginia Flake mit Perique gestoßen. Läuft anscheinend auch als Blend 633. Der Solani Virginia Flake mit Perique wird unter der Ägide von Kohlhaase und Kopp hergestellt. Rote Virginias aus dem Old Belt. Helle Virginias mit einer ausgewogenen Prise Louisiana Perique. Soweit die Beschreibung. Bedenken sollte man der Tabak von Kohlhaase Kopp. Bedenken sollte man vielleicht in dem Zusammenhang, dass Kohlhaase, wie es in Fachkreisen heißt, ja eigentlich über gar keine Flake-Presse verfügt, man von daher also davon ausgeht, dass der Tabak zum Beispiel bei Orlik hergestellt wird. Aber das nur nebenbei. Hier mal das Schnittbild des Tabaks. Es ist ein wunderschöner, dunkler Flake. Er ist relativ breit geschnitten. Er ist für mich ein Tabak, von dem ich begeistert bin. Ich mag Virginia Flake sehr gerne. Ich habe oft auch Lust, neben englischen Mischungen mal einen ordentlichen Virginia Flake zu rauchen. Aber in dem Sinn war wohl bisher für mich keiner dabei, der so einen Anteil Perique mit drin hatte. Und das trifft mich jetzt noch mehr am Nerv, muss ich sagen. Diese ständige Würzigkeit des Tabaks im Rauch. Manchmal schießt so ein starker Perique-Odem quasi durch und zeigt dann, dass das ein Tabak ist, der durchaus eben Ecken und Kanten hat. Ich denke, dass man da eben prinzipiell vorsichtig sein sollte. Wer Perique-Erfahrung hat, und das in Verbindung mit Virginia mag, denke ich, ist es dann auch sicherlich eine Empfehlung, die keinem wehtun sollte. Vielleicht trifft er auch bei anderen auf dieselbe Begeisterung wie für mich. Aber es ist eben durchaus doch so, dass der Tabak mit Ecken und Kanten kommt und dass er so seine geschmacklichen Eigenheiten mit sich bringt, die der eine oder andere dann vielleicht doch auch eher als unangenehm empfinden könnte. Mir taugt das Ganze schon sehr. Man merkt, dass hier sehr, sehr schöne Tabake verarbeitet worden sind und aufwendig zum Flake gepresst worden sind. Der Tabak brennt ebenfalls auf Anhieb frisch aus der Dose. Oder auch nach den paar Tagen, die so ein Flake-Döschen hält, brennt der Tabak also auch sehr, sehr gut und willig in der Pfeife ab. Und ist für mich sicherlich nicht die letzte Dose gewesen. Was ich beim Flake immer interessant finde, für eine Flake-Dose brauche ich viel, viel weniger Zeit als für eine 50-Gramm-Dose von Mixture. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt, aber leider bin ich hier schon eben bei den letzten drei Blättchen angekommen. Und um die Dose jetzt in Frieden zu Ende rauchen zu können, wollte ich das hier nochmal kurz in der Tabaknotiz festhalten. Allzu viel konnte ich ja in dem Sinn jetzt auch nicht dazu sagen, aber für mich als Erinnerung und für euch vielleicht zur Anregung, das ist ein interessanter Tabak. Der Boris, der Runkel 48, hat auch gerade einen Solani vorgestellt. Also, es ist vielleicht überhaupt noch nicht, natürlich kennt man den Solani, aber er ist doch so ein bisschen abseits. Also, man sollte mal sein Augenmerk auf diese Solani-Tabakreihen durchaus werfen. Okay, schöne Woche, Bomadonius.